Wir wollen das Thema vertiefen mit Professor Thomas Jelinek vom Zentrum für Reise- und Tropenmedizin. Genau. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Jelinek. Also nachdem jetzt nun auch deutlich mehr Fälle in Deutschland wieder aufgetreten sind, wie schätzen Sie jetzt die aktuelle Gefahr einer Epidemie hierzulande ein? Es ist ja offensichtlich so, dass das Virus uns erreicht hat und auch übertragen wird. Das geht ja auch sehr leicht. Einfach durch Reden, miteinander reden, verlässt das Virus den Rachenraum, schwebt durch die Luft, wird eingeatmet. Das wird man offensichtlich auch nicht mehr verhindern können, dass wir mehr Fälle sehen. Andererseits sehen wir halt in den Ländern, dass das Virus bisher erreicht hat, dass sich die Kurve auch sehr schnell wieder abflacht. Das heißt, man hat einen schnellen Anstieg, so war es ja auch in China. Mittlerweile gibt es kaum neue Fälle in China. Und so war es auch bei den Coronavirus-Ausbrüchen, die wir bisher gesehen haben. Also es kommt, es steigt schnell an und dann nehmen die Fälle auch schnell wieder ab. Herr Professor, wie ist Ihr Eindruck? Ist Deutschland tatsächlich vorbereitet auf eine Epidemie? Also wir sind sicherlich viel besser vorbereitet als viele andere Länder. Wir haben eine gute Infrastruktur, wir haben gelernt aus den Situationen der letzten Jahre, haben Pläne, die vorgeben, wer wie reagieren soll. Man könnte immer alles besser machen natürlich, aber ich denke, im Hinblick auf das, was jetzt ansteht, sind wir gut vorbereitet, ja. Was die Gefährlichkeit des Virus angeht, wird es ja gerne immer mit dem Grippevirus verglichen. Da sagen auch relativ viele Experten, naja, man sollte sich jetzt erstmal nicht in Panik verfallen, denn tatsächlich auch am Grippevirus sterben jedes Jahr relativ viele Menschen. Allerdings fragen sich natürlich auch viele Zuschauer, naja, bei der Grippe, da werden aber auch nicht Menschen in Schutzanzügen aus ihren Wohnungen geholt, unter Quarantäne gestellt. Warum wird es denn dann tatsächlich damit verglichen, wenn doch der Umgang mit diesen beiden Viren ein völlig anderer ist? Ja, ich würde mir auch wünschen, dass man die Reaktionen vielleicht ein bisschen runterskaliert. Also Sie können das neue Coronavirus in vielen Dingen tatsächlich mit dem Grippeviren gleichsetzen. Übertragungswege ist der gleiche, Infektiosität ist ganz ähnlich, auch die Komplikationsrate ist nicht unähnlich. Das heißt, wir müssen vielleicht lernen, mit diesem neuen Virus auch entsprechend entspannter umzugehen, wie wir das mit Influenzaviren auch tun. Man hat halt immer Angst vor Neuem. Das liegt so in der Natur des Menschen. Mit Grippeviren sind wir halt schon sehr lange vertraut, aber wir müssen jetzt einfach schnell auch lernen, dass Coronaviren auch nicht schlimmer sind als Influenzaviren und dann so ein bisschen die Aufregung reduzieren. Um 13 Uhr werden der Bundesgesundheitsminister und der Bundesinnenminister ihren Krisenplan vorlegen. Wie muss man sich das vorstellen, so ein Pandemieplan? Ist es dann tatsächlich so, dass die Bundesregierung den Hut auf hat und auch den Bundesländern sagen kann, wie sie mit dem Coronavirus umzugehen haben? Weil bisher ist ja alles föderal organisiert. Und das ist ja ein ganz schönes Chaos eigentlich, wenn es tatsächlich zum Ernstfall kommt. Das ist der Punkt des Pandemieplans, das Chaos zu vermeiden. Also klare Richtlinien festzulegen, wer was zu sagen hat im Fall einer Pandemie, die wir nicht haben im Moment. Und dafür gibt es diese Pläne. Deswegen sind wir auch einigermaßen gut vorbereitet, weil man halt diese Strukturen schon vorbereitet hat. Wenn es dazu kommen würde, könnte tatsächlich dann quasi von oben, also von Bundesebene angeordnet werden, dass einzelne Menschen oder auch Einrichtungen in Quarantäne müssen. Ich denke aber, das wird hier nicht unbedingt notwendig sein. Professor Thomas Jelinek, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Ausführungen. Gerne. Danke.